Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um eine Verkostung und zwar um die Sternquell-Bierbrause. Man kann zu der Bierbrause aber auch eigentlich Radler sagen, weil eigentlich ist es nichts anderes. Inhalt hier ist zum Beispiel 35% helles alkoholfreies Bier und zusätzlich dann noch 65% Limonade aus erfrischendem Granatapfelsaft. Es hat mich auf jeden Fall ein bisschen angezeckt, weil ich dachte mir, okay, also Bier. Okay, an sich, Hopfen, schmeckt auch ein bisschen bitter. Und wie wir wissen, ist der Granatapfel auch nicht unbedingt immer süß. Also dachte ich mir, okay, eine gute Kombination, probier es einfach mal aus. Und ich gucke mal ganz kurz drauf. Also wir haben hier drinne Granatapfelgeschmack, ist klar, Mineralwasser, Zucker, um natürlich ein bisschen diesen Granatapfelsaft abzufedern, ist klar. Dann ansonsten Granatapfelsaft aus Granatapfelsaftkonzentrat, was ich sehr schade finde, dass es Konzentrat ist, aber das ging bestimmt finanziell, also von den Kosten her nicht anders, 3%. Ansonsten noch Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Holundersaft aus Holundersaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Aroma, alkoholfreies Bier, Gerstenmalz und Hopfen. Was wir aber jetzt zum Beispiel aber noch wissen müssen, ist, hier ist zwar ein alkoholfreies Bier drin, aber alkoholfreie Biere können bis zu 0,5% Alkohol enthalten. Deswegen ist hier unten drunter auch der Zusatz, enthält weniger als 0,5% Alkohol. Also das heißt zum Beispiel für Jugendliche unter 16 Jahren ist es nicht geeignet, weil wie gesagt bis zu 0,5% Alkohol drin sind. Ein alkoholfreies Bier ist nur alkoholfrei, wenn wirklich drauf der Flasche drauf steht 0,0%. Und wie gesagt, deswegen immer mal ein bisschen drauf achten, wenn ihr euch einen Radler kauft oder einen Radler probieren wollt, ob das wirklich ein richtig alkoholfreies Bier ist oder nicht. Wie gesagt, jetzt hier in dem Fall ist es eben halt bis 0,5%, also mit etwas Alkohol. So, ansonsten probieren wir es einfach mal. Achso, kommen wir erstmal zur Optik und dem Design. Ich muss dazu sagen, die Optik und das Design spricht mir nun überhaupt nicht an, weil, wie gesagt, alles so ein bisschen grün gehalten. Ist nicht unbedingt so mein Ding, auch so Oldschool Retro und sieht so wirklich, ja, wie gesagt, alt und nicht modern aus. Also wie gesagt, mich spricht das nicht an. Und wie gesagt, heutzutage die aktuelleren Biere, das sind ja alles so ein bisschen Eyecatcher, oder? Man versucht eben halt irgendwelche Sachen im Vordergrund zu setzen, dass der Kunde eben halt gleich irgendwie von der Optik her sagt, ach, muss ich gleich mal probieren. In dem Fall hier habe ich es wirklich nur probiert oder nur das Produkt gekauft, weil ich, wie gesagt, mich interessiert habe für die Bierbrause, also für das Radler, für den Inhalt, für den Geschmack. Wäre ich jetzt nach Optik und Design gegangen, muss ich sagen, hätte ich es nicht gekauft. Ja? Aber wie gesagt, was meint ihr dazu? Würdet ihr die Flasche trotzdem kaufen, so wie sie jetzt aussieht? Oder würdet ihr, wie gesagt, auch eher aus Testzwecken auf die Flasche zugreifen? Was meint ihr? Ansonsten machen wir einfach mal auf. Ich habe den Kronkorken schon mal ein bisschen gelockert. Achso, falls ihr es noch nicht wisst, ich sammle auch Kronkorken. Also wenn ihr irgendwelche Kronkorken zu Hause habt von irgendwelchen Bierflaschen, die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr mir gerne zuschicken. Also setzt euch gerne mit mir in Kontakt. Ich sammle auf jeden Fall die Kronkorken. Ansonsten, wie gesagt, kommen wir wieder zur Sternquell Bierbrause. Wir riechen erstmal dran. Okay, also drin soll sein Granatapfel, aber ich muss dazu sagen, was ich rausrieche, ist ja Holunder. Und hier hinten steht ja auch drauf, Holundersaft aus Holundersaftkonzentrat. Warum rieche ich den Holunder raus? Weil, wenn die Sternquell Bierbrause mit Granatapfel sein soll, dann sollte aber nicht das Holunder dominieren, oder? Also wie gesagt, ich rieche den Holunder raus und ganz unten, ganz leicht im Hintergrund, wie gesagt, das Pilz. Wir probieren es einfach mal. Wir machen es erstmal ins Glas. Okay. Also es gibt keine große Schaumkrone. Okay. Es ist rot, dunkelrot. Gute Kohlensäure, also man sieht hier überall diese Bläschen. Also im Glas genauso. Also man riecht leicht das Pilz und wie gesagt, vordergründig wirklich den Holunder. Finde ich eigentlich sehr schade. Okay, probieren wir mal ganz kurz. Okay. Ja, hat ein bisschen länger gedauert.
Ich kann mich noch immer nicht so richtig entscheiden. Also ich muss dazu sagen, ich schmecke alles Mögliche, nur den Granatapfel schmecke ich ganz, 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 ganz leicht minimal. Eigentlich fast gar nicht, was ich sehr schade finde. Also für mich hat das eigentlich so mehr was von der Berliner Weiße, nur dass es eben halt nicht sagen wir mal, so bitter ist. Also man schmeckt das Pilz. Ich habe das jetzt im Nachhinein auf der Zunge. Man hat das Pilz da. Es ist, wie gesagt, ich muss es nochmal probieren. Ich kann es irgendwie nicht greifen gerade. Also greifen wir erstmal vorweg. Es schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt gut. Es schmeckt fruchtig. Es schmeckt nicht zu süß, nicht zu bitter. Es ist wirklich sehr angenehm. Aber wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es jetzt wirklich ein Pilz sein soll, was mit Granatapfel wirklich zugesetzt sein soll, dann ist das, was ich hier wirklich gerade trinke und probiere, ganz weit davon entfernt. Also, wenn man das probiert, wie gesagt, man hat eine fruchtige Note, man schmeckt diesen Holunder, aber bei weitem nicht den Granatapfel und wie gesagt, so mit einem klassischen Radler hat das nicht viel zu tun. Wobei natürlich auch die 65% Limonade ihr Übriges tun. Also man kann jetzt eigentlich davon ausgehen, dass es eine Limonade ist, wo eben halt so ein bisschen Pilz mit zugesetzt wurde. Mehr ist es eigentlich nicht. Also ich muss aber dazu sagen, es ist wirklich fruchtig betont. Es ist wirklich sehr angenehm zu trinken. Und ich denke mal, gerade im Sommer, wenn es wirklich tierisch warm ist und man das richtig schön kalt stellt und das vielleicht eine Trinktemperatur von 8 Grad hat, dann ist es wirklich extrem, extrem, extrem lecker. Wie gesagt, schmeckt nach allem, aber nicht nach Bier mit Granatapfelsaft. Das kann ich euch schon mal sagen. Wie gesagt, am besten vielleicht selber mal einfach kaufen, mal probieren und sich selber eine Meinung bilden. Das ist vielleicht das Beste, was man machen kann. Wie gesagt, ich kann es, wie gesagt, jetzt hier gerade nicht so richtig greifen und definieren. Ja, tut mir leid. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Kauft es euch mal. Und wenn ihr es probiert habt, dann sagt mir einfach mal, wie es euch geschmeckt hat. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr es besser definieren als ich. Auf jeden Fall. Ja, ist es ein Test wert. Also wenn ihr es probiert habt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Mich würde das definitiv interessieren, wie ihr es empfindet. Ansonsten, das war es schon wieder von mir gewesen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, schönes Wochenende. Bis dann, euer Mirko Drescher. Bis dann. Ciao, ciao.